In diesem Video bespreche ich die Deklination von Adjektiven ohne Artikel. Das heißt, hier findet die Fallbildung direkt im Adjektiv in der Endung statt, da ja der Artikel entfällt. Noch einmal kurz die vier Fälle. Erster Fall Nominativ, zweiter Fall Genitiv, dritter Fall Dativ und vierter Fall Akkusativ. Beginnen wir mit der Bildung im Singular ohne Artikel. Wie immer finden wir drei Geschlechter vor, Maskulinum, Femininum, Neutrum, männlich, weiblich und sächlich. Beginnen wir mit dem ersten Fall, mit dem Nominativ, jung, junger Mann. Hier sieht man gut, dass die Fallbildung am Ende des Adjektives einsetzt bei junger. Dann haben wir das Femininum, hübsche Frau. Und schlussendlich noch das Neutrum, kluges Kind. Kommen wir zum zweiten Fall, zum Genitiv. Hier lautet die Bildung jungen Mann. Beim Femininum ist es hübscher Frau. Und beim Neutrum ist es klugen Kind. Dann der dritte Fall, der Dativ. Hier ist die Bildung im Maskulinum, so wie die Fragestellung auch beim Fragewort ist, jungen Mann. Dann im Femininum wieder hübscher Frau. Und schlussendlich im Neutrum, gleich wie beim Maskulinum, klugem Kind. Schlussendlich noch der vierte Fall, das Akkusativ. Hier ist die Bildung jungen Mann im Femininum. Hübsche Frau, gleich wie im Nominativ im ersten Fall. Und auch im Neutrum ist der vierte Fall gleich wie im ersten Fall. Kluges Kind. Das war die Bildung des Adjektivs hinsichtlich der vier Fälle ohne Artikel. Wie gesagt, die Fallbildung erkennt man immer am Ende des Adjektives selbst. Und es ist eigentlich identisch mit der Bildung mit Artikeln, nur dass eben die Fallbildung im Adjektiv selbst stattfindet. Dann noch zur Bildung im Plural. Hier ist wie immer im Plural die Bildung in allen Geschlechtern gleich, also ganz egal, ob es sich um Maskulinum, Femininum oder Neutrum handelt. Der erste Fall, der Nominativ, wird gebildet mit junge Männer, hübsche Frauen und kluge Kinder. Wir sehen, die Fallbildung ist hier im E zu sehen. Junge, hübsche und kluge. Dann zweiter Fall, der Genitiv. Hier findet die Bildung statt mit junger Männer, hübscher Frauen und kluger Kinder. Hier ist also die Fallbildung an ER, an der Endung ER zu sehen. Dann kommen wir noch zum dritten Fall, zum Dativ. Hier ist die Fallbildung jungen Männer, hübschen Frauen und klugen Kinder. Schlussendlich fällt noch der vierte Fall, Akkusativ. Hier ist die Fallbildung mit junge Männer, hübsche Frauen und kluge
Kinder, also die Bildung im vierten Fall ist gleich wie die Bildung im ersten Fall. Das war ein kurzer Überblick über die Bildung von Fällen bei Adjektiven, wenn kein Artikel gegeben ist, also bei der direkten Fallbildung im Adjektiv selbst. Weitere Übungen zu diesem Thema findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist Deutsch Adjektive. Viel Spaß beim Einüben und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung.